Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Adventskalender-Unboxing für dich, was ein bisschen schlüpfrig werden könnte. Denn heute geht es um einen Adventskalender, der noch nicht ganz... Nein, der ist noch nicht auf meinem Kanal gewesen. Ich hatte schon Eis.de und Amorelie, aber ich hatte noch nicht den Beate Use Adventskalender. Den habe ich mir dieses Jahr einfach mal gegönnt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Beate Use Adventskalender kostet 129 Euro. Ich habe den 10 Euro günstiger bekommen, weil irgendwie gab es einen Code, Beate10 oder sowas. Damit hat man 10 Euro Rabatt bekommen. Und ja, das ist ein Spielzeug-Adventskalender, aber nicht für Kinder, sondern für Erwachsene. Und ich bin sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Von außen finde ich den wunderschön. Ich mag dieses lila-goldene Design, das ist sehr edel. Und von innen ist es ein Boxen-Adventskalender. Den kann man so aufklappen. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Tür Nummer 1 an. Diesen Adventskalender werde ich natürlich auch weiterverwenden, aber ich glaube nicht unbedingt, dass ich den jemandem geben würde, der zarte Nerven hat, denn von außen steht hier immer ganz genau drauf beschrieben, was sich hier drin befindet. Habe ich übrigens gesagt, dass der Naughty and Nice heißt? Ich weiß es nicht. Ist es der Naughty and Nice Adventskalender? Und hier steht es auch immer auf diesen Türchen, sage ich mal so drauf, den Zipbeuteln. Das sieht sehr interessant aus. Es ist ein Paarspielzeug. Wir haben hier auch ein Ladekabel mit enthalten und ja, genau, das ist einfach ein Paar-Tool. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das anzuwenden ist. Das muss ich mir gleich mal durchlesen. Ich kenne das zum Beispiel von Eis.de oder von Amorelie, dass man quasi eins als Auflage-Vibrator hat und eins zum Einführen. Aber das sieht nicht unbedingt so aus, als könnte man sich das zusammen mit einem Penis einführen. Nein. Wir gucken mal kurz, was hier auf dem Kläppchen draufsteht. For external stimulation of the nipples. Oh, für die Nippel? Glans, Penis, Klitoris and Labia. Ich weiß jetzt nicht die deutsche Übersetzung für Labia. As well as internal stimulation of the G-Spot. Okay, das kann man sich dann doch irgendwie einführen. Interessant. Oh, das hat 12 verschiedene Vibrationsstufen. Wow. Mentau. Doch, ne? Nicht verkehrt. Also fühlt sich auch sehr, sehr angenehm an. Ich mag dieses, das ist ja dieses klinische Silikon, sage ich mal, ne, von der Oberfläche her. Richtig cool. Hier sind Etagen drin. Das heißt, die Boxen knallen da nicht alle so komplett runter. Jo, hier ist die Nummer 2. 22 days to go steht hier hinten auch drauf. Ach guck, die sind alle so eingepackt in diesem, ne? Finde ich sehr hygienisch. Wirklich. Okay, also auf jeden Fall haben wir hier eine, ja, kannst du als Schlafmaske verwenden, kannst du aber auch verwenden, wenn man da entsprechend möchte, dass die Partnerin oder der Partner die Augen einfach wirklich verschlossen hält und keine äußeren Einflüsse wahrnimmt. Und so kann man alles ein bisschen intensiver wahrnehmen, wenn man die Augen einfach verschlossen hat. Denn diese Beschreibungen, die hier drauf sind, ne, auch in einer wunderschönen goldenen Schrift, sind natürlich nochmal so ein bisschen inspirierender. Und das Ding heißt auch wohl Blindfold. Die haben alle ihre Namen. Wow. Direkt darüber haben wir die Nummer 3. Oh, guck mal, da haben wir auch sogar ein bisschen Pflege mit dabei. Das ist Easy Glide Out of This World. 2-in-1 Massage Lubrikant Water Base. Also ein wasserbasiertes irgendwas zur Massage. Limited Edition. Ich lese gleich mal eben nach. Manchmal kann man nämlich solche Produkte sowohl als Gleitgel als auch zur Massage verwenden. Also du kannst es auf jeden Fall auch zusammen mit einem Kondom verwenden. Und es ist auch dafür gedacht, also die Massage vor allem, für die innere Anwendung, ne? Also dass man das auch als Gleitgel mit verwenden kann. Ja, und das ist eine Limited Edition. Nach der Nummer 4 müssen wir gar nicht lange suchen, denn die haben wir direkt hier. Es ist sogar hinten angedruckt, falls man alle Boxen rausnehmen sollte, wie man die wieder einzusetzen hat. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Jo. Ne? Kann ja im Eifer des Gefechts auch einfach mal passieren. Hier sind Nippelsticker enthalten. Ja. Ich verstehe den Sinn von Nippelstickern nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Es sieht fancy aus, wenn du dir da einfach Sterne draufklebst, okay. Aber ich weiß nicht, verstehe den Sinn nicht so ganz. Könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren erklären. Die Nummer 5 ist der Tag vor Nikolaus. Auch das fühlt sich wieder schwer an. Hier haben wir wieder ein Spielzeug enthalten. Oh, das schaut interessant aus. Okay, Moment. Ich versuche immer erst so mir zu überlegen, wofür das sein könnte und dann lese ich mir die Beschreibung durch. Finde ich immer bei solchen Adventskalendern sehr inspirierend. Ladekabel ist auch mit am Start, das finde ich echt gut. Hier stelle ich mir vor, dass es ein Fingervibrator ist, weil hier passt mein Finger durch.
alles andere wäre zu eng, glaube ich, oder? Au. Also der Turm, nee, das wird ja nicht funktionieren. Es sieht witzig aus. Das kann man nicht anders sagen, oder? Ich finde, das sieht so ein bisschen wie ein Tierchen aus, fühlt sich aber sehr, sehr angenehm an. Und ja, das wird dann wahrscheinlich auch vibrieren, weil es ist ja auch mit Strom. Hier haben wir auf dem Köpfchen, nenne ich es jetzt einfach mal, so ein paar Noppen mit drauf, die Intensität dann nochmal ein bisschen verstärken können, ne? Und ja, ich denke, das ist dann für drinnen. Aber wir gucken einfach mal drauf. Finger Vibe, let your hands talk. Ach, guck mal, das kannst du sogar für den ganzen Körper anwenden, klar. Mit 10 verschiedenen Settings, Einstellungen, wow. Ja, also die Beschreibung da drauf, ne, das ist leider auf Englisch, aber die sind total charmant, wenn man das mal so sagen darf. Also wir hatten bislang schon sehr inspirierende Produkte hier drin enthalten und auch wirklich vielfältige Produkte. Und jetzt kommen wir zum Nikolaustag, die Nummer 6. Die ist aber klein. Also das ist ja winzig. Beate Use, wo kommen die weg? Ist das, ich dachte immer, das wäre ein deutscher Shop, aber hier steht ja auch alles auf Englisch drauf, ne? Haben die vielleicht nicht so Nikolaus oder wegen dem Toy von der Nummer 5? Vielleicht feiern die eher den Tag vor Nikolaus. Das kann natürlich auch sein, denn die 6 ist echt klein für Nikolaus. Hier haben wir drin ein Stimulation Gel. I'm seeing stars steht hier drauf. Das ist cool. Und dieses Intome oder so, ne, die Marke, die da drauf steht, scheint wohl die Eigenmarke von Beate Use zu sein. Ein nährendes Gel steht hier drauf, ein Nourishing Gel. Normalerweise stelle ich auf diesem Kanal sehr viele Beautyboxen vor und mache Schminkis und sowas. Deswegen finde ich das Wort nährend in dem Zusammenhang ziemlich ulkig. Und das soll die Sensitivität der Intimzone anregen. Die Nummer 7 ist die kleinste Box beim Adventskalender. Ne? Voll klein. Ah, okay. Das sind so Sexwürfel. Die sind ganz witzig. Die dienen so fürs Vorspiel zum Beispiel. Das heißt, man nimmt dann die Würfel und kann dann random irgendwas machen, zum Beispiel suck ear, also an den Ohren saugen. Es kommt immer ganz drauf an, wirklich, ne? Oder in die Lippen beißen oder den Hintern anpacken oder die Brust lecken. Genau, auf der einen Seite haben wir nämlich die verschiedenen Körperregionen und auf der anderen Seite, was man da so mit machen kann. Bei Beauty-Adventskalendern mache ich ja immer so charmante Reime zu den einzelnen Zahlen und bei der 8 sage ich immer, die soll machen, dass es kracht. Das ist in diesem Zusammenhang aber ein bisschen, ne, müssen wir aufpassen. So, hier haben wir auch wieder was Eingepacktes drin. Oh, Moment. Okay, also das scheint eine kleine, Mini-Stimulationshilfe, sage ich mal, zu sein. Man kann sich dieses, ich nehme es mal eben kurz raus. Warte, das ist ein bisschen verdreht. Also, wir haben hier ein Tool, was man hier wahrscheinlich festhalten soll, dass es nicht aus den Händen fällt. Und hier haben wir, das ist tatsächlich kein Faden, ne? Das sind so Silikonstreifen. Und damit kann man, die total magnetisch sind, wow, damit kann man natürlich die einzelnen Zonen so ein bisschen, ja, stimulieren, sage ich mal, ne? Wenn man so ganz leichte Bewegungen drauf hat. Ich muss wirklich sagen, jetzt wo ich das so auf der Hand mache, es fühlt sich definitiv anders an, als wenn man das mit einem Wedel macht. Das ist ja quasi ein Wedel. Da gibt es ja auch sowas mit Puffelkram dran oder mit Fäden oder sowas. Also das fühlt sich schon irgendwie interessanter an, vor allem, weil das so auseinander geht, ne? Definitiv. Über die Nummer 9 werden wir uns hoffentlich freuen. Die haben wir hier und die ist ein bisschen schwerer. So, was haben wir denn hier drin? Ach, guck, das ist, das sind quasi Liebeskugeln. Also die führt die Frau sich ein, um die Beckenbodenmuskulatur etwas mehr zu stärken. Da sind halt auch so leichte Gewichte drin. Und du hast hier natürlich eine Schlaufe, um das auch wieder rausziehen zu können. Ne? Mit entsprechend Gleitgel oder wie auch immer, am besten mit Gleitgel, Leute, führt man sich das ein. Und um sie halt drin zu halten, muss die Frau die Beckenbodenmuskulatur ja entsprechend anspannen. Und das ist halt wie ein Workout, fast schon. Auf dieser Seite haben wir die Nummer 10 und damit sind wir im zweistelligen Bereich. Auch das ist, ne, also gut gefüllt sind die Sachen auf jeden Fall und es fühlt sich bislang auch alles echt wertig an. Hier haben wir ein Pillow Mist Jasmin drin. Werde ich safe verwenden. Ich liebe solche Kissendüfte tatsächlich. Da habe ich ja auch immer das Deep Sleep Pillow Spray oder es gibt es ja auch von der Rossmann Eigenmarke. Das finde ich jetzt witzig. Ist halt für süße Träume, ne? Und das in einem Spielzeug-Adventskalender für Paare. Okay, ja, aber auch süße Träume kann man natürlich gemeinsam verbringen. Und ja,
Mag ich, definitiv. Aber dass sie das, ja, Limited Edition, dass sie das so führen, ist interessant. 50 Milliliter, darüber freue ich mich wie Bolle. Und man muss natürlich gut ausschlafen, um all das, was hier drin enthalten ist, auch ja, ausprobieren zu können. Ne? Die Nummer 11 schauen wir uns an und das ist die erste Schnapszahl. Die haben wir hier und die ist ganz schön groß. Oh ja, hier haben wir etwas mit dabei, was passend ist für die Augenmaske. Und zwar sind das so, ja, zum Fesseln, ne? Kannst du es gut verwenden. Ich weiß nicht, ob das für die Hand- oder Fußgelenke gemacht ist. Und ja, dann kann man halt auch nicht nur verhindern, dass die Partnerin oder der Partner linsen kann, sondern, naja, dass man halt sich auch wirklich vollkommen hingeben kann. Und deswegen, ja, ist das hier auch mit drin, ne? Ich finde es übrigens cool, dass das wirklich alles so in diesem lila-schwarz-goldenen Design gehalten ist. Also auch farblich 1A alles aufeinander abgestimmt. Auch diese Ästhetik spielt für mich durchaus bei einer Bewertung eines Adventskalenders mit. Hier haben wir die Nummer 12 und auch die ist echt groß. In so einem schönen Sternchen-Design. Das sieht echt hübsch aus, ne? Okay, dann waren das hier die Handfesseln und jetzt haben wir hier die Fußfesseln mit drin. Jo, das war jetzt die Halbzeit, ne? Jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Adventskalenders und schauen uns die Nummer 13 an. Die Nummer 13 steht Kopf. Ach, guck an. So, und zwar haben wir jetzt erst eben drin gehabt, die Handfesseln. Dann hatten wir drin die Fußfesseln. Und dann haben wir jetzt den entsprechenden Gurt, um dann auch den Partner oder die Partnerin irgendwo zu befestigen. Unglücklich ausgedrückt, aber so ist es. Und ja, das ist halt auch nicht mal eben nur so ein Seil, sondern das ist halt echt, das sieht aus wie ein Gurt, Leute, ne? Wahnsinn. Also richtig dick. Also, ne, so dick, das ist schon ordentlich. Okay, ich hoffe, dass ich jetzt in der 14 nicht wieder sowas zu diesem Set mit drin habe. Ich meine, es ist schön, dass es alles so nacheinander kommt, ne? Alles in aufeinanderfolgenden Kläppchen. Aber jetzt darf wieder Abwechslung her. Mal gucken, ob die Nummer 14 das schafft. Schwer ist sie auf jeden Fall. Hier steht Bodypaint drauf. Ist hier wirklich Körperfarbe drin? Ja. Bodypaint Chocolate, Be My Milky Way. Von Exotic Massage. Okay, auch das eine Limited Edition. Ist das essbar? Das fände ich ja interessant, ne? Also, dass es halt nicht nur eine Farbe Chocolate ist, weil dann sieht man ja eigentlich nur aus, als hätte man im Matsch gespielt. Okay, man soll auf jeden Fall gucken, dass man vorher auf dem Unterarm testet, ob man das überhaupt verträgt, ne? Bevor du dir das auf deine sensiblen Zonen schmierst. Also, das ist auch ein wichtiger Hinweis. Und nachdem du das geöffnet hast, musst du es innerhalb von einem Monat aufbrauchen und am besten im Kühlschrank lagern, zwischen 4 und 7 Grad Celsius. Es ist vegan, also vegan-friendly. 90 Milliliter sind enthalten. Und Leute, hier stehen tatsächlich, ja, hier stehen wirklich die Nährwerte auch mit bei. Ist aber mal eine interessante Geschichte. Huch, oh, das schmiert rum, ne, natürlich. Das schmeckt lecker. Ich würde es mir jetzt nicht unbedingt aufs Brot schmieren oder so, aber es schmeckt definitiv lecker. Übrigens auch Degusta-Box und Food und Unboxing, Adventskalender und Boxen findet man ja auch auf diesem Kanal. Also, falls du Bock hast, abonniere mich doch sehr gerne. Hier kannst du es machen, wenn du möchtest, oder halt hier unten unter dem Video. Ich fände es nice. Weiter geht's mit der Nummer 15, die haben wir hier. Also ich persönlich finde bislang den Adventskalender sehr cool, sehr abwechslungsreich und es ist nicht so schlüpfrig, wie ich es vermutet hatte. Es ist doch ein bisschen zurückhaltender, ne? Sagte sie und holte einen Penis aus der 15. Läuft! Ne? Das ist Humor, den ich liebe. Das ist, ja, ein nicht vibrierender, ach, wie nennt man das denn dann, wenn das nicht vibriert? Dann ist es doch eigentlich nur ein Dildo. Genau, ganz klassischer Dildo. With Suction Cup. Ach so, also theoretisch kannst du das, das ist halt hier so ein Saugnapf, ne? Kann man zum Beispiel unter der Dusche irgendwo an die Wand machen oder sonst irgendwo hin, wo man möchte. Und ja, das ist halt einfach ein ganz klassischer lilafarbener Dildo. Das stimmt, wir hatten sonst hier auch nichts mit drin gehabt bislang, was irgendwie in Richtung Vagina oder Penis von der Form her geht, ne? Okay. Hier haben wir die Nummer 16. Die ist klein. Das ist ein Beauty-Adventskalender, würde ich sagen. Ach, da könnte ein Beauty-Blender drin sein. Ja. Ah ja, okay, sowas habe ich in einem anderen Adventskalender auch schon gesehen, aber in viel, viel kleiner. Und zwar ist es ein Silikon-Ding,
wo der Mann hier sein Glied durchstecken kann. Und dann nimmt man, beziehungsweise sollte man im Vorfeld vorbereiten, ne? Hier oben dieses Gold-Kupferfarbene ist quasi der Vibrator oder das Vibrationsding. Das kann man hier durch so eine Öffnung durchschieben. Vorher kann man hier diese Batterien, die Gott sei Dank auch hier enthalten sind, damit reinmachen. Und ja, dann vibriert halt nicht nur das Ding an sich, sondern auch das Glied des Mannes, weil ja, natürlich die Vibration auf das umgeleitet wird, was damit in Kontakt ist, und das ist ja in dem Fall der Penis, und ja, dann vibriert es für beide. 17, die haben wir hier, und die ist klein. Tada! Vielleicht ist hier ein Kartenspiel drin. Von der Größe her wird es passen, ne? Ist es ein Brillenputztuch? Toybag. Ach so, ja gut, da kannst du halt deine Spielzeuge mit reinmachen. Ja gut, ne, das ist so ein Seidentäschchen. Ist okay. Ja, ja, da kannst du dann irgendwie diskret deinen Vibrator mit reinpacken. Die Nummer 18 ist verheißungsvoll groß. Wir sind in der Weihnachtswoche, Leute. Das fällt mir jetzt erst auf. Das fühlt sich sehr, sehr schwer an. Und hier scheinen wir ein Beauty-Produkt drin zu haben, wenn ich dem trauen darf, was draußen dran steht. Ich finde sowas ja total... Also das finde ich richtig cool, dass wir hier auch so ein... Ne? Irgendwie gefühlt... nicht nur dieses plumpe Sexspielzeug, sondern halt auch so ein bisschen dieses Drumherum. Mal ein Pillowmist und dieses Schokoladenzeug und so. Und hier haben wir tatsächlich eine Badebombe drin. Ja, von Exotic, und das ist ein Stern. Auf jeden Fall super weihnachtlich, gefällt mir. Wir haben halt keine Badewanne, aber ich kann es weiter verschenken in anderen Adventskalendern. Ich finde es cool, ne? Sowas reicht für ein bis zwei Vollbäder meistens. Und ich weiß nicht, ob das noch irgendwie... Ja, du kannst dich halt entsprechend entspannen und chillen und so weiter. Oder man genießt es halt zusammen. Hat einen total tollen Duft, steht hier drauf. Und Beautiful Purple Color of the Bath Bomb will open your senses and transport you to a world of bliss. Ja, wenn die das so sagen, ne? Leider habe ich keine Badewanne. Dann bleibt mir dieses Gefühl leider vorenthalten. Hier haben wir die Nummer 19, und die verabschiedet uns schon aus dem Bereich der Zahlen, die mit einer 1 vorne dran beginnen, also quasi aus dem 10er-Bereich, ne? Geht ganz schön schnell hier. Mensch. So, das hier ist ein Analplug. Genau, so schaut der aus. Und der ist auch aus Silikon. Und hier hinten natürlich mit diesen, ja, ne? Ja. Ich würde jetzt nicht Haltegriff, ich meine, es sieht aus wie ein Haltegriff. Es ist ja aber kein Haltegriff, weil es wird ja eingeführt. Und dann hast du quasi das eine Teil, was dann Richtung Damm zeigt, und das andere Teil dann halt nach oben hin. Und so hält es halt einfach besser. Jo. Und das dient halt als Vorbereitung für den Analsex, damit quasi das Po-Loch ein bisschen geweitet wird. Klein, aber hoffentlich fein ist die Nummer 20. Oh, da kriege ich tatsächlich Phantomschmerzen. Das sind so Nippelklammern. Und ja, also, ne, die kann man halt, also Mann oder Frau kann sich die an die Nippel natürlich dran machen. Auch das soll nochmal zusätzlich stimulieren. Hier hast du sogar so ein bisschen gewichtmäßig was dran, diese Kugeln. Okay, ich musste das kurz verstehen, was hier passiert, ne? Also, wir haben hier diese Nippelklammer. Das hier sind aber, das sind keine schweren Gewichte. Das ist recht hohl, glaube ich, von innen. Dann nimmt man halt diese schwarzen Gummifüßchen. Man kann hier dann das an den Nippel dran klemmen, und dann kann man hier unten nämlich das Ding hochschieben und da auch die Intensität einplanen. Und je nachdem, wie intensiv man oder Frau das haben möchte, kann man das höher oder tiefer machen und wie auch immer an dem Nippel befestigen. Da kann man sich ja austoben, wie man lustig ist. Ach, guck mal, das kannst du auch noch an anderen Körperregionen festmachen. Nicht mehr ganz so unschuldig wie vor ein paar Boxen. Gehen wir weiter zu der Nummer 21. Wow, die ist echt groß. Also wirklich groß. Irgendwie jetzt zum Ende hin werden die ein bisschen... Ne, die geben Gas hier. Ich merke das wohl. Never seen before. Das scheint auch mit Strom zu funktionieren. Ist irgendwie so ein Auflegevieh. Das hat so eine Form wie Nose Stripe für die Nase halt. Nur um Mitte ist da zu entfernen. Aber hier muss ich mal kurz durchlesen, was das ist. Multivibe Stroke or Rub. Ach, guck mal, das ist so ein Ding, das ist interessant, muss ich gestehen. Eben weil das so flexibel ist, kannst du das für alle möglichen Körperregionen verwenden. Das heißt, entweder kannst du es halt so nehmen, wie es ist, und dann halt anstellen, dann vibriert es halt, ne? Ist es eigentlich schon geladen? Nein, man muss es vorher laden. Okay, dann würde das halt entsprechend vibrieren, und dann kann man das zum Beispiel auf die Brüste legen oder auf den Hintern oder sogar so rum. Oder so rum, wie man möchte, in die Unterwäsche reinlegen für die Intimregion. Und ja, dann kann man das halt auch nehmen
um es zu formen, dann kann man hier zum Beispiel den Penis reinnehmen und dann da entsprechend eine Massage machen oder wie auch immer. Ne? Also ich glaube, dass es eher ein Toy ist, was man ja für den Mann oder so verwenden kann. Ja, interessant. Die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22, haben wir hier unten. Auch die ist recht schwer. Ach, guck mal, hier haben wir wieder ein Pflegeprodukt drin, und zwar ein Toy Cleaner. Das brauchen wir definitiv, denn wir haben jetzt so viele Spielzeuge und nach jeder Benutzung sollte man die Safe reinigen, Leute. Das macht sehr viel Sinn. Und das ist ein Spray und das hat enthalten 50 Milliliter. Ist auf jeden Fall für hygienische Sauberkeit. Genauso wie die Nummer 1 und die Nummer 12 hat die Nummer 23 wieder dieses mega coole Sternchen-Design. Und was machen wir am Tag vor Heiligabend? Ich bin sehr gespannt. Eigentlich wäre es Zeit. Gut, wir haben am 22. jetzt einmal die ganzen Spielzeuge gereinigt, um am 24. wieder loslegen zu können. Aber was die 23 jetzt möchte, eigentlich hätte ich hier zum Beispiel reingepackt den Badefisser. Das wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt, Leute. Wir haben hier ernsthaft ein Kartenspiel. Das finde ich jetzt auch wieder interessant. Ich habe es ja eben scherzhaft in einem anderen Türchen vermutet, ne? Das ist das Naughty and Nice Challenge Game. Give your partner. Okay, nein. Ah, sehr gut. Es steht tatsächlich hier auf Englisch, Holländisch, also Niederländisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch und Russisch drauf. Das finde ich cool. Das Kartenspiel enthält 24 nette und 24 unanständige Karten. Es ist Zeit dafür, die Dinge aufzupeppen. Na guck, das ist interessant. Da kannst du entweder einen Lapdance geben oder die erogenen Zonen des Partners mit einem Eiswürfel im Mund stimulieren oder eine erotische Massage geben oder beschreiben, was ihr ultimativer romantischer Urlaub, wie romantischer, ihr ultimativ romantischer Urlaub aussieht. Ne, das ist cool, ne? Da kann man dann einfach sich die Karten gegenseitig legen oder jeden Tag zieht einer von den beiden eine Karte oder so und kann den Partner oder die Partnerin einfach damit überraschen. Das ist auf jeden Fall kreativitätsanregend. Mit sehr viel Spielzeug und Pflegemitteln und allerlei Haltitei sind wir jetzt durch die Weihnachtszeit gekommen und jetzt bin ich gespannt, was die Nummer 24 für uns bereithält. Sie ist auf jeden Fall länglich und recht schmal. Klassischer Vibrator, aber kein Dildo. Ja gut, ne, der ist halt vorne ein bisschen abgeknickt, sodass man den dann auch diese G-Punkt-Massage und so weiter durchführen könnte, wenn man das so möchte. Dann hat man natürlich auch hier noch ein Ladekabel mit dabei. Und hier an dem Vibrator an sich haben wir auch noch so Noppenviecher bei. Auf jeden Fall eine passende Nummer 24. Jetzt haben wir den Adventskalender einmal zusammen ausgeleert. Ich kann mal schauen, was ich da als Gesamtwert in irgendeiner Art und Weise für herausfinden kann. Manchmal hat man auf der Beate Use Homepage ja die Möglichkeit, die Produkte nachzushoppen. Und dann hätte ich jetzt hier auch immer wieder da in meiner Lampe tatsächlich ja auch die ganzen Preise eingeblendet zu den Produkten. Und hier, oder da stünde dann jetzt auch der Gesamtwert. Kommen wir natürlich jetzt mal zu dem Fazit. Wir haben hier Produkte drin, die jetzt nicht so super wild sind, also irgendwie aus der Luft gegriffen sind. Es sind Produkte aus allen verschiedenen Bereichen, aber nicht zu plump, nicht zu schlüpfrig. Und das finde ich sehr, sehr cool. Wir haben hochwertige Produkte, also ne, die haben sich echt gut und qualitativ hochwertig angefasst. Ja, was soll ich da groß zu sagen? Es ist ein guter Anfänger-Adventskalender, würde ich mal so sagen. Wenn man einfach so ein junges Paar oder, also junges Paar im Sinne von, man ist relativ frisch zusammen und möchte sich ausprobieren. Oder man möchte einfach als Paar so ein bisschen sich wieder animieren, etwas zu tun, um das Sexualleben aufzufrischen. Ich glaube, da kommt dieser Adventskalender echt gut, weil er jeden Tag eine neue Idee gibt und vielleicht auch das ein oder andere Schmunzeln und das ein oder andere lasst uns zusammen irgendwas Gemütliches machen Gefühl. Deswegen, also ich mag diesen Adventskalender und ich würde ihn auch auf jeden Fall empfehlen. Ja, wenn man Bock hat, gönnt euch. Und ihr Lieben, das war es jetzt hier mit meinem Adventskalender-Unboxing von dem Naughty and Nice Beate Use Adventskalender. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich nämlich wirklich drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!